Ich habe halt persönlich den Weg gewählt, Studium mit Fußball zu verbinden. Bin hier rüber. Du spielst hier trotzdem noch auf einem guten Level Fußball, aber hast halt die Komponente mit Universität, was ich persönlich richtig gut finde. Also ich bin der Johannes, Spitzname Hansi, so nennen mich eigentlich alle. Wir sind hier an der Fordham University. Ich spiele Fußball für die Uni. Die ist in der Bronx, aber ist relativ nah an Manhattan dran, so gute Lage. Ursprünglich komme ich aus einem 300-Einwohner-Dörfchen in Deutschland, bin aber relativ früh ans Internat in Jena gegangen, Sportgymnasium, mit 12 Jahren. Ich habe nach meinem Abitur dann für ein Jahr nur Fußball gespielt in der ersten Mannschaft in Jena und bin dann rüber nach Amerika. Überhaupt aufmerksam auf die Idee, nach Amerika zu gehen, war ich ca. 2 Jahre vor meinem Abitur, aber intensiv mit dem Prozess habe ich mich ca. 1 Jahr, bevor ich nach Amerika bin, auseinandergesetzt. Klar, man kann immer spekulieren, wie es in Deutschland gelaufen wäre. Vielleicht wäre es höher gegangen als Regionalliga, vielleicht 3. Liga, vielleicht 2. Liga, aber ich finde es eine richtig gute Sache. Du findest Freunde fürs Leben in aller Welt, was natürlich sehr wertvoll ist. Du hast die College Experience, du lernst Englisch. Und der Unisport hier in Amerika schon wird richtig professionell betrieben. Einrichtungen extrem professionell. Ich studiere Finance mit einem Business Degree, hast du richtig gute Möglichkeiten hier in New York City. Ich kann mir vorstellen, in Amerika zu bleiben, gerade hier in New York City. Es ist ein gutes Leben, also ich bin generell für vieles offen. Gerade durch den Schritt hier nach Amerika wird man vielleicht noch ein bisschen mehr weltoffener. Danke sehr.